Moin! Willkommen zur neuen Folge Kochen für Zahnlose. Ja, ich bin jetzt mittlerweile 6 Wochen her, dass ich die OP hatte. Und mittlerweile kann ich schon etwas besser kauen. Also richtig kauen noch nie, aber zumindest ein bisschen mit den Zähnen zermatschen. Und ich koche mir heute Blumenkohl, Pfeffi und Kartoffelmus. Ja. Fangen an mit dem Blumenkohl. Den werde ich jetzt erstmal bloß Blätter abmachen und den dicken Strunk abschneiden. Nachdem ihr das Gröbste abgeschnitten habt, eigentlich nur in den Topf rein tun. So, ein wenig Salz drüber. Ich mache immer drüber, das läuft durch das abgedunstete durch das verdünstete Wasser dann eh wieder nach unten. Letzten Endes wird der Blumenkohl, ich sag mal, zur Hälfte gedünstet. Auch hier ist, ich habe jetzt etwas viel Salz reingemacht, aber letzten Endes verläuft das durch das Wasser, stört nie. Bis es kocht auf volle Stufe und dann etwas runterdrehen und kochen, bis er weich genug ist. Könnt ihr mit dem Messer anpieksen zum Test. Ja. So, jetzt stellen wir die Kartoffeln. Ich mache für mich alleine immer so 5-6 Kartoffeln. Das reicht dicke 2 Tage lang. Also wird nochmal aufwärmen am nächsten Tag. Da könnt ihr den Kartoffelmus auch einfrieren. Ist eigentlich auch kein Problem. Dann aber nicht gleich auf dem Herd in volle Stufe anbrutzeln, sondern auch erstmal mit kleiner Stufe aufteilen lassen und erst dann richtig kochen oder braten. Ich mache dann immer viel Butter rein und in der Pfanne oder im Topf. Kartoffeln. Leicht salzen. So, für das Fleisch, ich habe gemischt Schweine- und Rindfleisch. Könnt aber nach Geschmack auch nur Schweinefleisch oder nur Rindfleisch nehmen. Das bleibt völlig euch überlassen. Dann schneide ich eine Zwiebel leicht. Ich mache wieder eine Knoblauchzehe mit rein. Blumenkohl kocht. Knoblauch sollte man aber schon in sehr kleine Stücken schneiden. Oder ich habe es noch nie probiert, ob das im Mixer halbwegs geht. Zwiebeln machen sich im Mixer eigentlich ganz gut, wenn man viele Zwiebeln hat. Die lassen sich zumindest in dem Mixer, den ich hier habe. In dem Mixer, den ich hier habe, lassen sich Zwiebeln ganz gut machen. Die werden eigentlich schön kleine Stücken. So, zum Pfeffi brauchen wir noch Paniermehl. Der Sachse sagt geriebene Semmel. Und hier der Bayer sagt halt Semmelbrösel. Ihr könnt auch selber eine Semmel brötchen, was schon getrocknet ist und nicht mehr so zu essen ist. Kleinreiben oder Weißbrot. Oder im Notfall geht auch eine frische Semmel und
im Notfall geht hier auch eine frische Semmel, die ihr vorher zermatscht und dann halt mit Wasser auflöst und in das Fleisch mit reinmischt. So, ich habe jetzt weiter nichts da. So, das Fleisch wird mit dem... Das wird zu viel. Das Fleisch wird mit der geriebenen Semmel schön durchgeknetet. So, bei 300 Gramm reicht ein Ei, denke ich mal. Dann kommt noch ein Ei dazu. Ich nehme ein ganzes Ei immer. Aber ich bin der Meinung, man sollte kein halbes Ei wegschmeißen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu backen, dann könnte man das Eigelb auch vom Eiweiß trennen und nur das Eigelb mit reinrühren. Dann würde ich aber vielleicht bei 2 nehmen, sonst wird es zu trocken. So, wenn wir das alles schön durchgeknetet haben, brauchen wir die Hände noch gar nicht waschen. Dann nehmen wir uns erstmal eine Pfanne. Du sagst, das ist auch ein Tiegel. Kommen wir zur Soße. Die mache ich mir ganz einfach hier. Ich schneide mir noch ein kleines Stück Speck ab. Ihr könnt natürlich auch den Speck weglassen. Und auch statt der Butter, Margarine oder normales Blattfett oder sowas nehmen. Aber ich finde, mit Butter schmeckt das einfach besser. Und so schnell verbrennt die Butter auch nie beim Kochen und Braten. Wenn man das alles ein bisschen im Auge behält, ist das einfach mit Butter leckerer. So, auch für die Soße machen wir noch einen Klöpperzehe und ein Stück Zwiebeln. Erstmal nur den Speck. Für die Soße nehmen wir erstmal nur den Speck.
Wenn der ein bisschen gläsern ist, dann kommen die Zwiebeln, das Hackfleisch und der Knoblauch dazu. Weil ich das Hackfleisch hier drinnen gelassen habe, ist es natürlich jetzt ein bisschen angebacken gewesen, aber alles noch im grünen Bereich. So, wenn alles ein bisschen leicht angebraten ist, kommt ein Stück Wasser drauf. Hier auch vorsichtig sein, das Fett spritzt natürlich. Jetzt können wir auch ein paar Gewürze reintun. Alle Fälle Salz und Pfeffer. Aber nicht zu viel. Die Dose wird ein bisschen mit Mehl angedickt. Jetzt so dick ist, kommt noch ein bisschen Wasser rein. So, ihr könnt hier ganz nach Belieben Ketchup, Tomatenmark, frische Tomaten, Paprika. Ich habe jetzt allerdings Auto Ketchup nicht da. Außerdem, ich esse am liebsten mit Ketchup drin. So, die Soße kann auch Belieben noch mal mit verschiedenen anderen Zeug abgeschmeckt werden. Vorsicht, da ist der scharf. So, wie ich im anderen Video schon dachte, Kartoffelmus muss handgestampft werden. Aus eigenen Schweiß und Blut. So, Sahne. Butter. Ja, ist gut. So, guten Appetit.